arbeite an einer meiner kleinen Ideen. Will nur leider noch nicht richtig zünden. Na dann, lösen wir doch einmal das Mysterium des Clive Rossfield. Ein Träger der kaiserlichen Armee, der hinter feindliche Linien geschickt wurde, um dort zu warten, bis Chaos ausbricht und dann den Dominus totzustechen. Ich konnte nicht wissen, dass sie es war. Also hast du sie geschützt, deinen Vorgesetzten getötet und dann das Weite gesucht. Dabei aber vergessen, was der Kaiser von Desertion hält. Denn mit dem Ding im Gesicht hättest du es ohnehin nicht weit geschafft. Ihr seid tief gefallen, Lord Rossfield. Aber lass dir davon nicht den Durst verderben. Was hast du mit ihr vor? Vorhaben? Na, gar nichts. Sie ist jetzt endlich frei. Denkst du, wir säßen hier, wenn ich was vorhätte? Ich will euch nur helfen. Domini wie ihr, Trägern wie dir. Leider steht die Welt gegen uns, deshalb dieses Versteck. Du wärst bei uns willkommen. Wir brauchen Leute, die ein Schwert führen können. Was sagst du, Clive? Machst du mit? Sid, richtig? Was Jill angeht, glaube ich dir. Aber bis mein Bruder gerecht ist, gehe ich meinen eigenen Weg. Gerecht? Er wurde ermordet. Von einem zweiten Dominus des Feuers. Der böse Zwillingsbruder. Na, sieh mal einer an. Noch ein Gerücht bestätigt. Dass ich heute noch hier stehe, verdanke ich Joshua. 13 Jahre habe ich auf diese Chance gewartet. Habe im Dreck geschlafen, aus Pfützen getrunken, unzählige Menschen getötet. Du hast recht. Der Kaiser duldet keine Deserteure. Das ist meine beste Gelegenheit. Meine letzte. Genau deshalb solltest du bleiben. Ich hab doch gesagt, ich... Naja, ist ja gut. Mein Späher hat mir von Trägern erzählt, die im Norden untergetaucht sind. In einem Dorf namens Kielbrück. Er meinte, dass einer ein Dominus des Feuers sein könnte. Ist das wahr? Fragen wir ihn doch einfach. Das heißt nicht, dass ich bleibe. Bereite dich gut vor. Unten in der Halle findest du alles, was du brauchst. Oder vielleicht auch nicht brauchst. Viel Spaß. Okay. Joa, dann können wir wahrscheinlich jetzt eigentlich erkunden. Ich habe das vorher alles gemacht. Okay, wir sind nochmal in die Halle zurück. Schauen wir mal. Ach, der Dreck nimmt einfach kein Ende. Und, hat der Eintopf geschmeckt? Mit dem alten Lied. Ja. Oh nein. Götz, oder? Ich bräuchte Hilfe. Sid meinte, ich soll mich vorbereiten. Wen frage ich da am besten? Tante Charon könntest du.
Warte mal. Geh lieber erst zu Schledorn, dem Schmied. Schledorn? Dann auf zur Schmiede. Halt! Hier, nimm das hier mit. Schledorn hilft nur, wenn er was dafür bekommt. Mir zumindest. Plus Überserum, okay. Bist du Schledorn? Geht dich nichts an. Zum Schwatzen habe ich keine Zeit. Hab ich auch nicht. Ich begleite Sid nach Kielbrück und brauche vernünftige Ausrüstung. Du könntest Quigor in ihr himmlisches Schlafgemach begleiten. Wäre mir genauso egal. Für dich habe ich keinen Finger. Ach wirklich? Ich merke schon, wir müssen Items sammeln. Wenn du das hier nicht willst, schütte ich's halt weg. Verdammter Götz. Schon gut, schon gut. Nur nichts überstürzen. Dann lass dich mal ansehen. Das würde doch keinen Mogri-Furz abhalten. Elende Kaiserliche. Die sehen ihren Trägern wohl gerne beim Verrecken zu. Ich tue, was ich kann. Aber nur für Götz, klar? Reicht mir. So, beim Schmied kannst du Ausrüstung verbessern oder neue Ausrüstungsgegenstände erstellen. Wenn du den Bauplan und die richtigen... Ach, Bauplan mal wieder, schön. Und die richtigen Materialien mitbringst, wähle einen hervorgehobenen Eintrag aus der Liste und um ihn herzustellen. Okay. Ein Eisengurt. Gut, dann nehmen wir den doch mal. Ja. Und damit sind wir quitt. Wenn du noch mehr willst, bring dein eigenes Material. Werde ich mir merken. Danke. Kleiner Rat von mir. Lass dich nicht von Sid herumscheuchen. Na okay. Wenn sich im Versteck etwas geändert hat, erscheint rechts oben auf dem Bildschirm ein Hinweis. Okay. Neben neuer Ware in Charons Bildschirm und neuen Schmiedebauplänen im blühenden Amboss machen Hinweise aber auch auf neue Aufträge, Briefe und vieles mehr aufmerksam. Neue Inhalte werden im Spiel sowie auf der Karte mit dem Dingsymbol markiert. Ich sollte wohl Götz danken. Ja. Aber ich kann mit dem noch was machen. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Zum blühenden an. Und was darf sein? Ach toll, Virit können wir noch nicht. Dann hätten wir nämlich Breitschwert. Das wäre nämlich stärker. Schade. Aber wir haben eisernen Armreif. Dann machen wir den eben. Ja. Pass gut drauf auf, ja? Ja gut, müssen wir uns da dann noch holen, ne? Ups. Eisengut können wir verbessern. Okay. Finde ich cool. So. Okay, das dann noch nicht. Nee. Gut, dann bedanken wir uns mal bei dem natürlich. Es hat funktioniert. Ich danke dir. Komm schon, fast geschafft. Hey. Du, hol Decken und nicht trödeln. Na, das ist mal wieder nicht so gut gelaufen. Hey! Seid ihr zum Gaffen hier? Holt gefälligst Wasser! Ich geh welches holen. Geh mal und frag, ob Otto Hilfe braucht, ja? Was, ich? Wo habe ich mich da bloß reingeritten?
ist das? Hm? Befreite kaiserliche Träger. Wer bist du denn? Verflucht, in dem Zustand macht das nicht mehr lange. Los, geh schnell die Treppe rauf zur Krankenstube. Schick uns Taya. Na geh schon. Beweg deinen Arsch. Okay. Taya war die Frau bei Jill. Deine Freundin braucht Ruhe. Euer freudiges Wiedersehen könnt ihr feiern, wenn es ihr besser geht. Es geht nicht um Jill. Du wirst unten gebraucht. Dort warten ein paar verletzte Träger. Warum sagst du das nicht gleich? Ach, hab ich doch gemacht. Hab ich doch gemacht, ey. Stör mich, nerv mich doch nicht, ey. Also echt, ey. Er wird es überstehen. Aber ich muss beide noch gründlich untersuchen. Die Arbeit hört nie auf. Leider nein. Da dürfen wir wahrscheinlich jetzt bei ihm Aufträge machen. Gehe ich mal von aus. Ein ganz normaler Tag bei uns. Kommen viele Träger in so einem Zustand hier an. Ist nicht einfach, seine Ketten zu sprengen. Und wenn sie den Mut dazu aufbringen, sind viele schon zu schwach. Die zwei haben Glück gehabt. Ich bin Otto. Hast du Fragen? Dann komm zu mir. Nun, Otto, ich bräuchte Ausrüstung. Ist das alles? Dann wird Karun da drüben dir sicherlich sehr gerne weiterhelfen. Gut. Oh. Und danke. Man sieht sich. Eher nicht. Ich bleib nicht lang. Mag ja sein. Aber noch bist du hier. Also sei willkommen. Du hast uns geholfen. Das vergessen wir nicht. Oh, Nebenaufträge freigeschaltet. Okay. Acht auf Charakter mit grünen Ausrufezeichen Symbol über dem Kopf. Da dies bedeutet, dass sie einen Auftrag für dich haben. Eine Liste aller laufenden und abgeschlossenen Aufträge findest du im Reiter Journal im Hauptmenü. Nachdem du einen Auftrag angenommen hast, findest du die damit verbundenen Aufgaben in der Aufgabenliste auf der rechten Seite des Bildschirms. Aufgaben für den Hauptauftrag und bis zu drei Nebenauftrag können hier gleichzeitig angezeigt werden. Priorität. Ja, lesen kann ich auch nicht mehr. Du kannst Aufträge priorisieren, indem du sie im Reiterjournal im Hauptmenü auswählst und X drückst. Aufgaben von Aufträgen mit Priorität werden so lange in der Aufgabenliste angezeigt, bis der Auftrag abgeschlossen ist oder ein anderer Auftrag priorisiert wird. Die Priorität kann abgehoben werden, indem du einen Auftrag auswählst und nochmal X drückst. Folgende Einrichtungen sind jetzt im Versteck verfügbar. Die... keine Ahnung, Nemothek. Eine immer größer werdende Wissenssammlung rund um Ballista. Das Orchestrion, ein Automat, mit dem sich während des Spiels gesammelte Musik abspielen lässt. Okay. Beide befinden sich in der Schenke des Verstecks, dem Chukomobel, und sind auf der Karte vermerkt, welche du mit dem Schiebepad oder wo auch immer man das ausspricht, aufrufen kannst. Wird hier jeder aufgenommen? Klar. Okay. Da oben ist ein Auftrag. Ich habe gehört, Sie seien Ihrem Herrn in der Kaiserlichen. Nebenaufträge sind immer wichtiger. Verdammt. Ich brauche mehr Holz. Wenn ich doch wenigstens die Zeit hätte, einen Moment hier wegzukommen. Ich bin müde, ey. Scheiß Frühschicht. Ah, du da. Wie gerufen. Du kannst doch bestimmt etwas Holz für mich holen, oder? Klar. Na gut, ich helfe dir. Ah, danke.
Du hilfst nicht nur mir, sondern uns allen damit. Ist nicht leicht, das Versteck in Schuss zu halten. Erst recht mit so wenigen Leuten. Klingt, als ob es hier viel zu tun gäbe. Das kannst du laut sagen. Die Gefallenen waren wirklich brillante Baumeister. Aber ewig steht nun mal leider nichts. Darum müssen wir die Wände hier stützen. Sonst werden unsere Schützlinge noch vor der ersten Ernte unter Schutt begraben. Wäre sicher ein Jammer. Gut, wo finde ich denn Holz? Frag drüben an der Weißen Deichsel. Die können dir welches geben. Danke, ja? Das weiß ich zu schätzen. Boah, es kommt angenehme Luft, ey. So. Okay, da unten muss ich hin. Entschuldigung. Der Mann, der da drüben was repariert, will, dass ich Holz besorge. Ach, du meinst Geoffroy, den Schreinermeister. Wir sind gerade fertig mit dem Zusägen der Latten, die er braucht. Nimm dir von denen einfach welche mit. Danke. Ach, nicht doch. Wir haben zu danken. Also gut. Dann bringe ich das Holz mal zu diesem Geoffroy. Geoffroy. Okay. Schon zurück? Ich hoffe, das Holz war nicht allzu schwer. Ist das genug? Das reicht locker, danke. Mit etwas Glück kracht uns jetzt nicht das Dach über dem Kopf zusammen. Klingt ja rosig. Ach, ich mach nur Spaß. Und besser als draußen ist es hier allemal. Warm, trocken und sicher. Was will man mehr? Ach, ich hab noch was für dich. Kleiner Dank. Gehörst jetzt zu uns. Das ist nicht nötig. Jetzt ziehe dich nicht so, mein Freund. Steck schon ein. Ah, cool, wir können Erfahrung sammeln. Meteorstein und der Gilkäfer. Interessant. Ah, und da ist schon der nächste Nebenauftrag. Ich sag schon mal vorweg, ich werde natürlich erst versuchen, alle Nebenaufträge eher zu machen. Ja. Deswegen, also es wird ein bisschen länger dauern, auf jeden Fall das Projekt. Ich weiß gar nicht, wie viele Parts das gehen wird. Sehr lange bestimmt. Aber es ist ja ein Final Fantasy, das dauert immer lange. Im Chocomoppel ist immer viel zu tun und wir leiden unter chronischem Personalmangel. Könnte ich dich überreden, ein paar Darbenden ihre wohlverdienten Mahlzeiten zu bringen? Für deine Mühen winkt dir außer dem Inhalt der Kiste da auch noch meine aufrichtige Dankbarkeit. Oh, nehmen wir doch gerne. Klar. Meinetwegen. Fabelhaft, aber sag, mit wem habe ich denn gerade die Ehre? Clive. Sehr erfreut, dich kennenzulernen, Clive. Ich bin Kenneth und auf meinen müden Schultern lastet die ganze Verantwortung für dieses erlesene Etablissement. So, drei äußerst hungrige Mäuler wollen gestopft werden. Hier ist ihr Festschmaus, aber Vorsicht, sehr heiß. Clive guckt so finster, ey. Das Essen. Hatte ich ewig nicht mehr. Dein Essen. Darauf habe ich gewartet. Ach, das sieht aber köstlich aus. Danke, Junge. Du bist neu hier, oder? Kenneth scheint dich schon ganz schön auf Trab zu halten, der alte Schlingel. Naja. Wenigstens hat er mir eine Belohnung versprochen. Das will ich hoffen. Wir sind ja keine Sklaven mehr. Mach's gut, Junge. Und halt die Ohren steif. Bin
Sid nicht irgendwelchen Gerüchten nachjagt, hockt er nur noch in seinem Zimmer und brütet über seinen Plänen. Lass ihn doch machen. Bitte. Vielen Dank. Bitte denke nicht schlecht von mir, weil ich mich bedienen lasse wie ein fauler Herrscher. Mein alter Dienstherr war leider kein gütiger Mann, weißt du. Seinetwegen bin ich ein Wrack, halb gelähmt. Trotzdem hat Sid mich aufgenommen. Ja, das hier ist mein erstes richtiges Zuhause. Und was für eines, nicht? Na, der ist ultra. Der ist ja schon. Hat schon ein gewisses Alter. Das ist natürlich traurig. Ah, funktioniert nicht immer. Text-Taste. Sieh an. Ackerbau braucht so viel mehr als Saat und Boden. Dein Essen. Ach, danke. Ich esse später. Ich bin Invalide. Trotzdem will ich hier meinen Teil beitragen. Nur eben mit meinem Kopf. Schön, aber iss besser, bevor es kalt wird. Ja, ja. Danke. Das war der letzte. Oder als ob das so anstrengend war. Schon alles erledigt? Sehr gut. Das waren Träger. Allesamt. Aber keine Sklaven, die ihren Herren dienen, sondern Menschen, die wie alle behandelt werden. Ganz recht. Die Idee der Gleichheit ist das Fundament, auf dem unsere kleine Gemeinde ruht. Außerhalb dieser Mauern sind wir Träger, Sklaven. Wir sprechen nur, wenn wir gefragt werden, essen nur die kümmerlichen Reste, die unsere Herren uns zugestehen. Viele bekommen hier das erste warme Essen ihres Lebens. Im Versteck sind wir frei, und zwar alle. Wir reden, was wir wollen, wann wir wollen, und essen, was und wann es uns passt. Das ist doch Grund genug, auf Sid zu vertrauen, meinst du nicht? Aber kommen wir zu der Belohnung, die ich dir versprochen habe. Du kannst dich an allem bedienen, was du dort in dieser Kiste findest. Danke, Clive. Lass dich hin und wieder blicken, ja? Klar. Warm ums Herz. Oh. Ordentlich Gold gekriegt. Virit. Willkommen. In ganz Valista liegen unzählige Schatzkisten verstreut, die nur darauf warten, geplündert zu werden. Ja, Mann. Das ist Final Fantasy, wie wir es mögen. Wenn du eine findest, zögere nicht, sie mit X zu öffnen und dir die Beute zu schnappen. Nur zu, beschweren wird sich niemand. Ich denke mal, bestimmt wird es Mimix auch geben. Ah, er trete dagegen. Abzeichen des Schutzes. Cool. So, haben wir noch irgendwelche Sonderaufträge? Nee, leider nicht. Dann gehen wir mal hier ran. Anstatt ein Gläschen mit seinem alten Kumpel August. Die Hintergrundmusik, die Versteck spielt, kann geändert werden. Zur Erweiterung ist man benötigt, nur noch welche im Laufe von Hauptaufträgen erhalten, in manchen Geschäften gekauft oder in Schatzkisten gefunden zu werden. Find ich cool. Schönes Lied, gefällt mir. Dass man das ändern kann, finde ich cool. Werden wir bestimmt öfters noch gucken. So, lesender Kreis. Guck mal, was du hast. Euer Gesicht ist mir nicht bekannt. Seid ihr neu hier im Versteck? Kann man so sagen. Nun, dann erlaubt mir, euch willkommen zu heißen. Ich bin Harpokrates Hyperboreus der Zweite. Aha. Das ist ein ziemlicher Zungenbrecher, ich weiß. Und deshalb nennen mich ja einfach alle nur Harpo. Eine Abbreviatur, mit der ich mich inzwischen abgefunden habe. Dieser Wälzer ist übrigens nur einer von sehr vielen in meinem Besitz. Denn ich sammle Geschichten. Die Geschichte und Kultur dieses Erdteils haben schon immer eine große Faszination auf mich ausgeübt.
Doch die Tage, an denen ich auf der Suche nach Geschichten die Welt durchstreifte, liegen lange hinter mir. Inzwischen teile ich das, was ich gesammelt habe, mit allen, die es hören wollen. Möchtet ihr mir vielleicht zuhören? Ist mir eigentlich egal. Dann machen wir da mal. Ich habe neue Einträge zusammengestellt, falls ihr sie sehen wollt. Okay, es ist eine umfassende Wissenssammlung, die alle Kategorien abdeckt, seien es grundlegende Begriffe, wichtige Persönlichkeiten, Geografie oder die Geschichte Wallistas. Im Verlauf der Handlung wird ihr Hippokrates ständig neue Informationen hinzufügen. Hier können auch vergangene Einträge im Kompendium eingesehen werden. Ach, süß. Ich glaube nicht, dass ihr dieses Kapitel schon gelesen habt. Ha! Geil. Stufe 1. Ah, finde ich cool. Wenn ihr eine Frage habt, werde ich sie gern beantworten. Finde ich süß mit den Sprites. Die Tür zum Archiv steht euch immer offen. Alles klar, danke schön. Finde ich cool, dass man den leveln kann. Bestimmt kriegen wir da auch noch ein paar Belohnungen, wenn wir das erweitern. Finde ich super. Also absolut alles abschließen. Das ist doch schon wieder mein Sammelfieber kommt hervor. Ich muss mich für meine Reise ausstatten. Otto hat mich zu dir geschickt. Ach so? Und du, Neuling, hältst es nicht mal für angebracht, dich vorzustellen, ehe du so dreist Forderungen an eine alte Frau stellst? Ich bin Clive. Ach, Clive? Der Hund ist also deiner, ja? Seit er Sid eines Nachts hierher gefolgt ist, bekommt er Futter und Streicheleinheiten von mir. Das kannst du jetzt wieder übernehmen. Aber wehe, du verlierst ihn nochmal. Mach ich. Danke. Ich passe auf ihn auf. So. Kaufst du was oder nicht? Was? Dachtest doch nicht etwa, dass du hier was umsonst kriegst, während du mit klimpernden Taschen durch die Gegend stolzierst? So läuft das nicht, nice. Junge. Ah, geil. Also, raus mit den Kröten. Die ist cool drauf, die gefällt mir. So, Mittel und Ausrüstung können im Laden in ganz Wallistas gekauft werden. Ihr Bestand verändert sich im Verlauf der Geschichte. Schau also immer mal wieder vorbei. So. Ja, warum eigentlich nicht kaufen? Ein Breitschwert. Ja. Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. Da haben wir nichts. Und Tränke haben wir eigentlich auch ganz gut. Mehr habe ich nicht. Ach, bist ja doch ein armer Schlucker. Ah. Jetzt stehst du also zu ihm? Was habe ich nicht alles für dich getan? Na gut. Greif zu, ich mache eine Ausnahme. Aber nur dies eine Mal. Ich muss sowieso wieder Platz für meine nächste Lieferung machen. Danke. Dank nicht mir. Dein Hund ist schuld. Finde ich süß. Oha, was ist denn das denn? Oha. Arettestein ist jetzt verfügbar. Dieser virtuelle Kampfplatz bietet Clive einen sicheren Ort, um neue Fähigkeiten zu erproben und gegen verschiedenste Gegner zu üben. Im Verlauf der Geschichte werden daran zusätzliche Funktionen freigeschaltet. Aha. Muss ich das machen? Ja, muss ich. Naja, gut, dann machen wir das. Übung macht den Meister. Die Hallen des ewigen Eifers ist ein individuell anpassbarer Kampfplatz, den Clive an einen sicheren und bietet neue Fähigkeiten zu proben. Ja, gut, kennen wir. Wurde verschiedene. Okay. Ist mir aber eigentlich relativ egal.
Das war's. Leb wohl. Gut. Kann ich den irgendwie beenden? Okay. Super. Finde ich gut, aber ich will die wieder raus. Aber ist cool. Fertig? Ja, ich will kämpfen. Heiltränke, jetzt mal 2, das ist cool. Schon wieder auf dem Sprung? Aha. Vermisst du mich etwa jetzt schon, Charon? Nicht weinen. Würde dich sowieso nicht aufhalten. Auf ins Vergnügen. Gut. Na. Wird der Hund uns mit jetzt mitbegleiten? Das wäre natürlich geil. Schnellreise. Nutze die Weltkarte, um dich sofort an bereits besuchte Orte zu begeben. Nur neue Orte werden freigeschaltet, indem du die Hauptgeschichte fortsetzt oder Punkte entdeckst, die Obelisken genannt werden. Die Weltkarte öffnet sich automatisch, wenn du einen Bereich verlässt, kann aber auch jederzeit über das Hauptmenü gemacht werden. Okay. Hier haben wir nichts mehr. Ah, warte. Da, so. Jetzt Weltkarte. Okay, dann geht's ab in den Grenzwald.